Über den Heiratsantrag. Nee. Die Logik verstehe ich nicht. Welche Logik verstehst du nicht? Seid nicht so überrascht, dass ich Regina einen Antrag machen wollte. Mit Antrag meinst du einen Heiratsantrag, richtig? Für Regina. Natürlich meine ich das. Was ist denn das für eine blöde Frage? Ich wollte sie sicher nicht für eine abgerissene Motorradgang gewinnen. Ey, da hätte ich aber Bock drauf. Richtig, Ben? Ja. Kapiert? Das ist die Wahrheit. Weil er alt ist, kann eine Puppe einen Heiratsantrag machen. Frag nicht, die sind alle Gaga in der Welt. Okay, ich verstehe, was du meinst. Ja, Leute, auch alte Menschen können noch heiraten. Es gibt noch Hoffnung für Dave. Anonym? Willst du die Schnauze halten? Ich wollte ihr sogar etwas schenken. Was wolltest du ihr denn schenken? Du weißt doch ganz genau, was ich ihr schenken wollte, du Hornochse. Das Einzige, was Reginas Schönheit gerecht wird. Beantworte die Frage, was war es? Du wirst sterben, wenn du das hörst. Es ist ein Verlobungsring. Ein Verlobungsring? Wow, die beiden sind fast von ihren Stühlen gefallen. Dieser Scherz von Felix Wright geht eindeutig zu weit. Zeit, es hier und jetzt zu beenden. Es sieht so aus, als würde Franziskas Peitsche auf alles niederknallen. Ein Treffer von diesem Ding dürfte mich eine Weile zum Schweigen bringen. Schmerzen sind nicht gut. Weitermachen. Wie Toblerone, der Schmerz muss gut sein. Auf den ersten Blick wirkt es lächerlich, aber es ist ein historischer Moment. Die erste Puppe, die einem Menschen einen Heiratsantrag... Au! Wo ist die Option? Nice. Der ist immer noch jünger als ich. Ich bin 32. Ich rate dir, dich kurz zu fassen. Ich bin mit der Verteidigung einer Meinung. Würde der Zeuge bitte seine Aussage ergänzen? Speziell der Teil mit dem Ring. Es geht hier um Fakten, nicht um Soziologie. 43. Ah ja. Wurde Ace gerade ausgepeitscht? Ja. Also nee, was heißt nicht Ace? Phoenix. Er ist ja Phoenix Wright. Und er ist der Ace Attorney. Franzi ist wieder eine Slay Queen. Ja, da kommt Kati wieder, ne? Okay, nur der eine. Kaum ist eine Peitsche zu sehen. Ja, Flummi und Kati waren beide so heiß auf die Peitsche, ne? Was soll denn das heißen? Hallo? Ja, das, was ich gesagt habe, ne? Kaum ist die Peitsche aktiv, bist du auch wieder aktiv im Chat. Danke fürs Gesundheit. Die kann gerne die Peitsche auf mich drauf dreschen. Eieiei, hallo, was ist an dir? Anonym auch. Ja, der ist vorhin erst aufgestanden. Du liebst wirklich Details, besonders für einen... Moment. Du liebst wirklich Details, besonders für einen im schwarzen Bademantel. Ach so, der Richter. Ich wollte Regina einen Verlobungsring schenken. Moment. Ein Verlobungsring. Oh ja, eigentlich ist es ein Glasstein in Diamantenform. Noch schöner als ein echter. Ich denke, dass er Regina gefallen wird. Es ist nur ein Ring. Was ist los, Nick? Nun, es muss etwas geben, womit ich ihn festnageln kann. Das ist eine Puppe, die kannst du easy festnageln. Es war in meiner Tasche und ich wollte ihr einen Antrag machen und es ihr geben. In wessen Tasche befand sich der Ring? Natürlich in meiner, was für eine dumme Frage. Du veräppelst mich wohl. Denkst du im Ernst, Ben würde so etwas tun? Tut mir leid, wirklich. Du musst dich nicht dafür entschuldigen. Er muss sich bei dir entschuldigen. Wirklich? Die Peitsche läuft doch den halben Abend. Also in D4 habe ich gelernt, die Höllentore zu lassen. Wait, what? Luft, Kadis Chat History auf. Ich würde diese Chat History in Ruhe lassen. Achso, Eine Puppe festnageln? Ist aus Holz, oder? Natürlich hatte ich das am Abend in der Tasche. Ein Geschenk für sie. Ja. Du bist also zur Unterkunft gegangen, um mir etwas zu schenken. Das stimmt. Ich habe es schon unzählige Male bei den Proben versucht, aber dieser hochnäsige Wichtigtour kam mir immer wieder in die Quere. Hochnäsiger Wichtigtour? Er meint doch nicht etwa mich, Maximilian Galactica. Wenn ich den erwische, werde ich ihm seinen Holzschädel spalten, ganz ohne Magie. Nun, das heißt ja, dass Liebe Konkurrenz schafft. Was ist also mit dem Geschenk? Ich konnte es ihr doch nicht geben, deshalb trage ich es noch immer in der Tasche. Nein. Möchtest du Regina immer noch etwas schenken?
Natürlich will ich das. Ich habe 3 Monatsgehälter für das Ding ausgegeben. Es ist ein Glasstein. Mein Gott. So leicht gebe ich nicht auf. Ich frage mich, wie viel er wohl im Zirkus verdient. Wahrscheinlich viel mehr, als es seiner würdig wäre. Was hältst du davon, Nick? Es ist höchste Zeit, diese Aussage zu zerpflücken. Das ist die richtige Einstellung, Nick. Zeig's ihm. Oh, der Richter sieht mal wieder benommen aus. Er sollte öfter rausgehen. Ey! Na, hallo? Ich speichere aber mal. Aber ich werde jetzt hier einfach den Ring präsentieren. Den haben ja wir. Trilo, darf ich dir etwas zeigen? Was denn? Wovon redest du? Oh, beide werden sich wohl gleich gegen mich verbünden. Erkennst du diesen Ring? Ah, das ist meiner, gib ihn mir zurück, Dieb, Dieb! Hast du gerade über dieses Geschenk ausgesagt? Ich glaube, du sagtest, ich konnte es ihr noch nicht geben, deshalb trage ich es noch immer in der Tasche. Und warum ist es dann hier? Richter ist super, lässt sich beleidigen. Der lässt sich auch rauspeitschen. Er gibt nicht so leicht auf, weil dieser Wing so teuer war. Hat der Phoenix dem Richter gerade gesagt, touch grass? Ja, ein bisschen. Was geht hier vor? Das ist... Ben, sag doch was! Hä? Ich mag's nicht, wenn du mich so bloßstellst, Trilo. Ich habe ihn in Mannys Zimmer gefunden. Mannys Zimmer? Was soll denn das sein? Ha, dieser verlauste Affe bekommt es jetzt mit mir zu tun. Herr Quist, ich bitte Sie, in meinem Gericht solche unflätigen Ausdrücke zu unterlassen. Nun, euer Herrn, Manny ist wirklich ein Affe, im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, ich verstehe. Nun dann. Manny liebt alles, was glänzt und sammelt es. Alles, was glänzt? Trilo, wann wurde dir dieser Ring gestohlen? Nun, ich glaube, es war an dem Abend, wissen Sie? Jener Abend am Abend des Verbrechens. Was hast du da gerade eben gesagt? Details, ich brauche mehr Details. Details, los. Nun, er wurde mir gestohlen, nachdem Max auf dem Hauptplatz auftauchte. Genau zu dem Zeitpunkt, als der Angeklagte an ihnen vorbeiging, richtig? Nun, ich denke, das könnte man so sagen. Der Ring könnte nun, er könnte um diese Uhrzeit geklaut worden sein. Ben, was ist los mit dir? Ach, was auch immer. Es gibt keinen Zusammenhang. Vor allem nicht mit dem Mörder. Du hast das nicht zu entscheiden, womit was zusammenhängt. Jetzt zu dir, Trilo. Kommen wir aufs Thema zurück. Ich habe nichts zugegeben. Nicht ich. Nicht ich, Herr Trilo Quist. Was hast du getan, als der Ring gestohlen wurde? Das weißt du doch genau. Ich habe diesen Ringklauenden Affen Manny verfolgt. Aber du konntest ihn nicht einfangen, stimmt's? Dann ist nur Ben schuld, dieser fußlahme Trottel. Während er durch den Schnee stolperte, konnte dieser blöde Affe entkommen. Das ist wirklich eine große Schande. Dave, ich habe aus Versehen die Wolf-Reihenfolge geändert. Glumanda, Glura, Glutexo. Was? Ja, dann solltest du deinen Glurak nicht entwickeln, ne? Das eine Mal, wo jemand zurecht weiß, wird er von Phoenix ausgezählt. Nun, das beweist tatsächlich eine wichtige Sache. Beweist eine wichtige Sache? Und welche Sache sollte das sein? Ben ist nicht fit genug. Bens Aussage ist falsch. Da ist ein Fehler darin. Das lässt die Glaubhaftigkeit des kompletten Zeugen natürlich anzweifeln. Aber wo genau? Also, dass er nicht fit genug ist auch. Bei einem Affen hinterherkommen ist sowieso scheiße schwer. Die Aussage ist falsch. Es gibt einen zentralen Widerspruch in der Aussage des Zeugen. Widerspruch? Der Zeuge hatte doch vorher ausgesagt, dass er sich bis zum Eintreffen der Polizei nicht vom Eingang zum vom Eingang zum Hauptplatz begeben hat. Nun jedoch sagte der Zeuge, hätte Manny den Affen verfolgt. Oh. Wenn der Zeuge den Affen verfolgt hat, dann hat niemand den Hauptplatz beobachtet.
Was soll denn das alles bedeuten, Phoenix Wright? Wo soll deine kleine Theorie nur hinführen? Dass der Zeuge unmöglich die ganze Zeit über den Hauptplatz beobachten konnte. Das ist der Sinn meiner kleinen Theorie und das führt mich zum nächsten Punkt. Es ist tatsächlich möglich, dass jemand anderes als der Angeklagte am Tatort war. Interessant, Herr Wright. Nun, dann beantworte mir doch eine Frage, Phoenix Wright. Kannst du beweisen, dass jemand von diesem aufmerksamen Bauchredner, dass jemand an diesem aufmerksamen Bauchredner vorbeischlüpfte? Nun, er übersah offenkundig, wie das Opfer der Direktor am Tatort eintraf. Das ändert jedoch nichts daran, dass er den Angeklagten kommen sah. Der Zeuge lügt. Er ist durch seine Rivalität mit Max geblendet. Nun, am Argument der Verteidigung ist was dran. Dieser Zeuge ist mit dem Angeklagten tatsächlich verfeindet. Was? Wie könnt ihr es wagen? Ich würde nie lügen, um diesen Idioten in Schwierigkeit zu bringen. Er ist es nicht wert. Ich habe ihn gesehen, kein Zweifel. Ich habe dieses Lügengesicht gesehen. Nun, wir wollen jetzt herausfinden, wen du an jenem Abend wirklich gesehen hast. Ha! Das habe ich doch schon so oft gesagt und ich werde die Aussage nicht ändern. Das ist deine Aussage. Du hast deine Aussage schon geändert. Und das wird sich noch öfter geschehen. Wo eine Lüge ist, sind meistens noch weitere. Deswegen lüge ich prinzipiell nicht. Lohnt sich nicht. Genau, Maya. Deshalb müssen wir dranbleiben. Ja. Excuse me, Franzi. Meine Theorie ist mindestens average. Sie ist nicht klein. Oh Gott, das ist anonym. Na schön, ich habe an dem Abend auf Regina gewartet. Aber dennoch habe ich Max an dem Abend auf dem Hauptplatz gesehen. Er tauchte dort auf, als ich etwa 5 Minuten gewartet hatte. Ich wünschte ihm eine gute Nacht, aber er nahm mich nicht einmal wahr. Ich bin mir ganz sicher, dass er es war. Maximilian Galactica war am Tatort. Er hat nicht geantwortet, er war es nicht. Eine Verwechslung ist ausgeschlossen, denn er trug die 3 lächerlichen Symbole. Das heißt also, dass Money nicht auftauchte, bevor du Max gesehen hattest. Das ist richtig. Money tauchte 10 Minuten später auf als Max. Dann stahl der Affe den Ring und du bist ihm nachgerannt. Wie lange hat es gedauert, bis sie wieder an ihrem ursprünglichen Platz waren? Nun, lass mich nachdenken. Ich würde sagen, es waren etwa 5 Minuten, glaube ich. Also hätte das Opfer in diesen 5 Minuten am Tatort auftauchen können. Alright, bitte fahren Sie mit Ihrem Kreuzfahrer fort. Max beobachten. Stalker. Na schön, ich habe an dem, auf Regina gewartet. So. Du warst an dem Abend nur damit beschäftigt, auf Regina zu warten, nicht wahr? Das heißt, du hättest wohl nicht bemerkt, wenn jemand anderes aufgetaucht wäre. Du solltest aber bedenken, wie viele Augen ich habe. Ich habe 4 Augen. 4. 4. Ben natürlich eingeschlossen. Denkst du im Ernst, dass mir mit so vielen Augen etwas entgehen könnte? 4 Augen können viel sehen, wenn sie in die gleiche Richtung blicken, denke ich. Meine Güte, der Richter gefährdet unseren Fall noch mehr als Trilo. Ah, look, Max. Ein Witz. Jetzt will er auch noch einen Witz haben hier. Wie nennt man die Tage, an denen man plant, Bananen zu essen? Bananenplantage. Plantage. Er funktioniert gestimmt besser. Aber dennoch habe ich Max an dem Abend auf dem Hauptplatz gesehen. Du hast also gesehen, wie Max an jenem Abend aus dem Zirkuszelt kam? Natürlich sah ich ihn von dort kommen. Ich habe die ganze Zeit den Zelteingang beobachtet. Er kann nicht pennen, wegen Husten. Ah, gute Besserung. Ganz viele sind gerade sehr krank. Ich denke, das ergibt Sinn, da er auf Regina gewartet hatte. Ja. Er tauchte dort auf, als ich etwa 5 Minuten gewartet hatte. Um wie viel Uhr würdest du sagen, ist das alles passiert? Du bist wirklich der dümmste Mensch auf Erden, wenn du dir das nicht denken kannst. Du weißt, dass die Probe um Punkt 22 Uhr zu Ende war. Und du weißt auch, dass ich direkt nach der Probe zur Unterkunft hinüberging. Man muss kein Hirnchirurg sein, um zu wissen, wie spät es dann war. Zähl einfach 10 Minuten dazu. Kannst du doch, wie spät war es dann? In der Tat, wie spät war es? Wie spät war es? Lass mich kurz nachdenken. Autsch, ich bin nicht gut im Rechnen. Ach, es war 22.10 Uhr. Ach ja, das hört sich richtig an. Es hört sich richtig an, weil ich Max um diese Uhrzeit am Tatort sah. Ich lag sogar in der Nacht im Krankenhaus, weil 41 Grad Fieber, was macht ihr da? Einer hat einen Autounfall, einer hat 41 Grad Fieber, kurz vorm Exitus. Die andere hört nichts mehr. Und die Ohren platzen halb. Was denn los mit euch momentan? Passt ihr nicht auf euch auf? Eieiei. Bei mir genauso wie, war du auch...
Chat, ihr werdet jetzt gesund. Hausaufgabe. Alle werden gesund. Und wer das nicht hinkriegt, der kriegt keinen Klaps mehr auf den Popo, ja? Ich entziehe euch die Popoklepse. Mhm. Ja, du hast... Stimmt, ich hab dich auch schon mal mitbekommen bei Arno. Meinst, hast du gemeint, du bist auch eine... Dingsbumsschleuder. Virenschleuder? Keinen? Ja, keinen. Ich entziehe euch alle die Popoklepse. Wer nicht gesund wird... Nur gesunde Chatter kriegen Popoklepse. Mhm. Nüffe find gesund. Gefund, ja? Mehr Nüsse essen. War auf dem Konzert, da wurde ich wahrscheinlich krank. Ja, nice. Hat sich richtig gelohnt, ne? Hey, Chat, wisst ihr, was beim Gesundwerden hilft? Ja, nicht unbedingt nur Nüsse. Mir geht's körperlich noch gut, nur psychisch bin ich im Wrack. Hey, ich bin beides in beiden Punkten im Wrack. Yay! Ich wünschte ihm eine gute Nacht, aber er nahm mich nicht einmal wahr. Du hast auch ausgesagt, du hättest Max an jedem Abend einen guten Abend gewünscht. Dir scheint es zu gefallen, offensichtliche Fragen zu stellen. Nein, kein SR. Wenn der Tag hier bald vorbei ist, dann vielleicht noch, aber... Ich arbeite mich derzeit platt. Stunden reduzieren, sofort. Wenn du das schon selber merkst, geh runter. Sag einfach, ne, mach ich nicht mehr mit. Ich werde in meinem Leben auch keine einzige Überstundenminute machen. Also keine einzige Überminute. Sehe ich schon da nicht ein, ne. Morgen sagt man noch guten Morgen und tagsüber guten Tag, richtig? Ist es da nicht logisch, jemandem abends einen guten Abend zu wünschen? Was, Ben? Möchtest du noch etwas hinzufügen? Von 48 Stunden auf wie viel? What? Wie ist Arbeit, würde in 48 Stunden machen auf 30? Herrschaftszeiten. Eieieiei. Ah, tut mir leid, Trilo. Auf 40 runter. Das wäre schon Anfang. Ich würde straight sagen 30. Was du denn für Lebensfreude auf einmal wieder hättest, ne? Herr Quist, ich bitte Sie, Ihre bauchrednerischen Künste im Gerichtssaal zu unterlassen. Unmöglich, ein Künstler lebt und atmet seine Kunst, das solltest du wissen. In diesem Teil der Aussage muss etwas faul sein. Ist das nicht ein wenig seltsam? Was meinst du damit? Nun, wenn du Max so sehr hast, warum solltest du dann nett zu ihm sein? Das kommt mir etwas seltsam vor. Warum sollte es dir seltsam vorkommen? Genau, was sollte dann seltsam sein, wenn man zu einem seiner Kollegen nett ist? Nun, ging es nur darum, nett zu einem Kollegen zu sein, würde ich es verstehen. Oh, das tut weh. Vielleicht solltest du besser nachweisen können, bevor du das nächste Mal losbrabbelst. Auf dieser Welt zählen nur Beweise, das lernt man doch schon in der Schule. Aber es gibt keinen Grund, warum Thilo etwas Nettes zu Max sagen sollte. Aber wie kann ich das nur beweisen? Bluffen ist alles, was zählt auf dieser Welt. Aber ich denke, das weißt du schon. Scumsafen ist auch alles, was zählt in dem Spiel. Ich denke, ich kann es versuchen. Würde der Zeuge bitte mit seiner Aussage fortfahren? Achso. Na, warte mal. Gehen wir nochmal drauf ein. Was ist denn das für ein Spiel? Phoenix Wright, Ace Attorney. Nie gespielt? Also nie gespielt, heißt ja nichts. Aber kennst du es nicht? Wir sind im Gericht. Ich habe 32 bis 35 Stunden die Woche. Da kommt man dann so in die Phase, wo man noch lebt. Ah, bei 40... Ich habe mich bei 40 nie gefühlt, als würde ich nun leben. Bin ich ganz ehrlich. Ist einfach viel zu kaputt von allem. Du hast auch ausgesagt, das merkst du nicht. Blablabla. Mein Leitredler. Weiß ich nicht, greifen wir das noch an. Ich sage es nur ungern, aber Bens Rolle in diesem Stück war nicht so gelungen. Ich bin mir sicher, ein Profi würde sagen, aua. Du willst doch nicht einfach behaupten, du seist ein professioneller Künstler. Sei nicht zu arrogant, Phoenix Wright. Du solltest es besser wissen. Das tut weh. Das sollte reichen. Du kannst mit deiner Aussage fortfahren, Thilo. Na okay, ich habe nicht viel bekommen. Ich bin mir ganz sicher, dass er es war. Maximilian Galactica war am Tatort. Du bist dir bei deiner Aussage also hundertprozentig sicher. Ich hab's dir schon gesagt, Mann. Ich bin mir absolut hundertprozentig sicher. Er kann sich nicht noch sicherer sein, als er es schon ist, richtig? Eine Verwechslung ist ausgeschlossen, denn er trug die drei lächerlichen Symbole. Da kann aber jeder sein. Ich hab Phoenix und Apollo bereits durch. Oh mein Gott. Nee, ich kenn's gar nicht. Echt nicht? Auch nicht die Memes. Ich kenn's halt hauptsächlich durch die Memes.
Capcom hat aber schon geile IPs. Phoenix Wright, Monster Hunter, Street Fighter, Resident Evil, Dragon's Dogma. Hallo, Devil May Cry. Ist auch Capcom. Diese drei lächerlichen Symbole. Ich würde gerne wissen, wie oft du diese Frage nun schon gestellt hast. Wenn du noch einmal fragst, antwortet wir dir im Chor zu alle zusammen. Zylinder, Umhang, weiße Rosen. Vielen Dank euch allen. Ein Streit? Ah ja, du hättest aber wirklich nicht mitmachen müssen, oder? Aber es ist so lustig, mit allen zusammenzurufen. In seiner Aussage muss ich irgendwo eine undichte Stelle befinden. DMC habe ich nie gespielt, Mega Man auch nicht. Schon Mega Man. Nie davon gehört. Mega Man und DMCs wären so Zelt Okami als IP. Das ist ein Spiel, mehr weniger. Also ja, doch, eigentlich schon. Also als IP, Intellectual Property, zählt es natürlich, aber... Ja, ich weiß, was du... So wie du es wahrscheinlich meinst, würde ich es nicht zählen. Rechtlich gesehen, ja. In seiner Aussage muss ich irgendwann eine undichte Stelle befinden. Ja, ich stimme dir zu, aber wie können wir beweisen, dass da etwas faul ist? Es bleibt nichts anderes übrig, als es zu versuchen. Ja, ja. Dammit. Warte mal. Was haben wir denn hier noch so? Kiste, Todeszeitpunkt. Ja. Ich habe ja dem Abend noch Regina gewonnen. Wir müssen nochmal durchgehen. So, auf Regina warten. Das heißt, wir hätten es nicht bemerkt, wenn jemand anders aufgetaucht wäre. Vier Augen. Ich meine, bis heute gab es auch nur einen Dragon's Dogma-Teil. Tja. Capcom hat auch die Naruto-Spiele gemacht. Weiß ich nicht. Das ist ja knapp 3 Stunden. Stimmt. Ich habe ganz viele gestern schon spielen sehen. Das waren aber alles große Streamer, also von daher, die haben da wahrscheinlich irgendwie Deals bekommen. Ganze Zeit den Zelleingang beobachtet. Ja, ergibt Sinn. Wie viel Uhr? Ja. Eben habe ich auch schon gespielt, beziehungsweise meinen Char gebaut. Ja, das haben ganz viele gemacht. So. 20.10 Uhr. Ich wünschte ihm eine gute Nacht, aber er nahm mich nicht einmal wahr. Besonderes? Das stimmt doch nicht. Ich sehe den Blobdance nicht. Tja. Hast du was falsch gemacht? Du bist wahrscheinlich eh am Handy, oder? Am Handy gibt es die ja nicht. Das ist ein Symbol. Ja, 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 okay. Zylinder, Umhang, weiße Rosen. Jupp Handy, ja gut. Es muss die Aussage sein. Alles andere ergibt keinen Sinn. Der abendliche Gruß. So, hier, was meinst du damit? Nun, wenn du merkst, dass du hast, warum solltest du denn nett zu ihm sein? Das kommt mir doch seltsam vor. Die Flasche. Warte. Scum safe. Und dann
die Flasche eigentlich, oder? Philo, ist es nicht wahr, dass du mit Max am Tag des Mordes einen Streit hattest? Ein Streit? Ah, natürlich. Genauer gesagt, einen Streit um Regina. Das war nichts Besonderes. Es war nur ein Streit. Eine Meinungsverschiedenheit. Eine Meinungsverschiedenheit endet eigentlich nicht mit einem Schlag auf den Kopf. Ah! An jenem Morgen verpasste Max Ben einen Schlag auf den Kopf, nicht wahr? Was? Geht es hier jetzt auch noch um Körperverletzung? Ouch. Bevor wir uns darum kümmern, sollten wir uns erst den Mordfall klären. Am Tag des Mordes hatte der Angeklagte und der Zeuge einen heftigen Streit. Es ist also undenkbar, dass die beiden sich abends freundlich gegrüßt haben. Außerdem würde das auch nicht zur Persönlichkeit des Zeugens im Zeugenstand passen. Niemals hätte eine so freche Puppe nur guten Abend zu ihrem Rivalen gesagt. Behauptest du etwa, dass der Zeuge lügt? Dass er dem Angeklagten eins auswischen will und darum sagt, er hätte ihn gesehen? Ich habe nicht gelogen, wirklich nicht. Ich habe nur die Tatsache verdreht. Das reicht jetzt, Herr Quist. Herr Reut. Ja, euer Ehren. Wir sollten dem Gericht diese Aussage erklären. Würden Sie bitte Ihre Theorie ausführen und uns sagen, wen der Zeuge wirklich sah? Speichern. Danke. Er sah jemand anderen. Ich bin davon überzeugt, dass der Zeuge an jenem Abend wirklich jemanden sah. Es war nur jemand anderer. Jemand, der, dem er einen guten Abend wünschte. Was für eine Theorie soll das nun wieder sein? Die richtige. Außerdem glaube ich nicht, dass der Zeuge Max sah. Was? Hätte er wirklich Max getroffen, hätte er ihn nicht gegrüßt. Das bedeutet also, dass es nur, nur eine richtige Antwort gibt. Die Person, die der Zeuge an jedem Abend sah, war nicht Maximilian Galactica. Deshalb machte sich Trillo auch die Mühe, die Person an jedem Abend zu grüßen. Oder einen guten Abend zu wünschen, wie er es ausdrückte. Was in aller Welt? Du! Würde die Verteidigung bitte erklären, wen Trillo an jedem Abend sah? Oh Gott. Das muss ja der Chef gewesen sein, oder? Da, nee. Er sich selbst? Nein. Gamsho war nicht da, du warst nicht da. Auf sie haben wir gewartet. Der ist reingegangen. Das kann nur er sein, der Chef. Angesichts der schlechten Laune des Zeugen hätte er nur eine Person gegrüßt. Und das ist Regina. Es ist Regina, richtig? Sie ist so lieb. Du kennst sie doch gar nicht. Nein, euer Herrn. Es ist nicht Regina. Wäre es Regina gewesen, hätte er ihr den Verlobungsring geschenkt. Oh, ja. Da haben sie wohl recht. Genau, das Opfer. Es war Russell Barry, das Opfer selbst, nicht wahr? Das ist richtig. Es war in der Tat Russell Barry. Was? Ist es nicht Regina? Unicorn Overlord haben wir hier angespielt. Das war eigentlich ganz nett, aber... Ja. Die Person, die du am Abend sahst, war das Opfer, der Zirkusdirektor Russell Barry. Deshalb hast du ihn gegrüßt, Trido. Habe ich recht? Okay. Beantworte die Frage, Herr Quist. Es ist eine blöde Puppe, mal weg hier. Ruhe, Ruhe! Wie lautet die Antwort? Der Richter ist ein Opfer. Einen Augenblick! Nun, zuerst dachte ich, es sei der Alte. Aber als ich ihn besser sehen konnte, war es doch Maximilian Galactica. Er hat Barry Allen getroffen? Wer ist Barry Allen? Ich denke, es wird höchste Zeit, dass wir diese Frage klären. Herr Quist sah offensichtlich nur eine Person auf dem Hauptplatz an jedem Abend. Es geht nun darum, herauszufinden, wer diese Person war. War es Maximilian Galactica oder der Zirkusdirektor, ein gewisser Herr Russell Barry? Ein gewisser Herr Russell Barry, der übrigens unser Mordopfer ist in diesem Fall. Gut gemacht, Richter. Die Anklage ist der Ansicht, dass der Zeuge den Angeklagten an jenem Abend sah. Der Zeuge sagte eindeutig, er hätte die drei Symbole des Angeklagten gesehen. Drei Symbole. Also gut, es wird allmählich langweilig, komm schon, du musst sie doch langsam kennen. Also noch einmal, alle zusammen. Ja, wir wissen schon. Zylinder, Umhang und weiße Rosen. Zylinder und Umhang. Jeder könnte das tragen. Das würde sogar mir stehen. Wie bitte? Nun, der Zeuge hat immer wiederholt, er hätte Max drei Symbole gesehen. Wir können aber wissen, ob es wirklich Maximilian Galactica war. Es hätte auch jemand anderes sein können, der sich als Max verkleidet hatte. Sogar Russell Barry.
Was? Frau von Karma. Haben Sie eindeutige Beweise, dass die Person, die der Zeuge sah, der Angeklagte war? Nun, ich... Wenn das so ist, kann ich zu diesem Zeitpunkt kein Urteil fällen. Ja, endlich haben wir mal einen Treffer gelandet. Das ist sehr bedauerlich. Hä? Du bist eifriger, als dir gut tut, Phoenix Wright. Was willst du damit sagen? Du hast lediglich eine Sache aus dem Zeugen herausbekommen. Nämlich, dass dieser Zeuge an jenem Abend eine Person auf dem Hauptplatz sah. Für deine Bemühungen gebührt dir Beifall, aber... Aber? Wer diese Person war, kann nur der nächste Zeuge beantworten. Hä? Euer Jan, die Anklage wird eine ebenso eindeutige wie makellose Antwort auf diese Frage liefern. Einen eindeutigeren Beweis als der... Was? Einen eindeutigen Beweis, der eines beweist. Niemand anderes als Maximilian Galactica ist für das Verbrechen verantwortlich. Phoenix ist Franzi. Vielleicht steht Phoenix drauf. Na schön. Akro, bitte nicht den Affen hier. Das Gericht unterbricht die Verhandlung für 10 Minuten. In dieser Zeit bitte ich, die Anklage der nächsten Zeugen vorzubereiten. Baut die noch zusammen wie so ein Ikea-Regal. Das Gericht zieht zurück. Fortsetzung folgt.